So, nach dieser Schlappe beim Salmon Run wird Zeit, dass ich wieder aufhole und vom Azubi wieder zur Teilzeitkraft oder vielleicht noch höher aufsteige. Gleichzeitig ist das auch Training für das Splatfest, das im Zeichen von Zelda steht. Erstmal herzlich willkommen hier wieder auf Splatville, in Splatville. Jawohl, wir machen uns selbstständig. Jawohl, möchtest du Kollegen, bla bla bla. Ja, das geht auf den Rettungsring und ab in die Gummistiefel. Die Schlappe vom letzten Mal wieder gut zu machen und gleichzeitig auch fürs Splatfest trainieren, das im Zeichen von Zelda steht. Zelda. Und das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ich bin eben Team Mut. Wir brauchen Mut, wir brauchen Kraft, wir brauchen... Ach, eigentlich braucht man alles Mögliche, aber jetzt brauchen wir erstmal goldene Eier und es geht los. Ich habe übrigens, jawohl, an die Arbeit, ab in den Heli und dann ab auf die... Wo sind wir heute überhaupt? Wo werden wir heute? Auf der Schiffswrackinsel, jawohl. Werde die Spiele wieder zusammenschneiden und... dass es dann so knackige 20, 30 Minuten gibt. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Keine Ahnung. Ah, nee, mehr auf jeden Fall nicht. So, und direkt rein. Die Quote muss erfüllt werden. 5 goldene Eier. Und wir ausgleichen da ein Gitter, dass man nicht überschwimmen kann. Naja, egal. Und es sind schon die ersten Boss-Salmoniden aufgetaucht. Und wir haben eine schöne gelbe. Warum nimmst du jetzt schon den Krabbenpanzer? Ulti-Waffen nimmt man doch immer dann, wenn man sie auch wirklich brauchen kann. Naja, egal. Ist mir ja auch schon passiert, dass ich einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt habe und dann, waren die Ulti-Waffen verschwendet, verbraucht. Egal. So, das hier sieht nach einem Goldschatz aus. Oh, den schnappen wir uns natürlich. Immer ganz wichtig, wenn man mit Fremden spielt, aber auch mit Freunden, egal, whatever, bei Salmon Run immer zu mir drücken. Das ist die Pfeiltaste nach unten, glaube ich. Weil eben, wenn man im Discord-Chat oder im TS-Chat oder wo auch immer ist oder am Telefon oder so, das ist das, einfach hier rufen, wird nicht viel bringen. Sondern hier oder zu mir im Spiel selber. Und jetzt bin ich weg. Im Spiel selber natürlich drücken. Und dann natürlich auch Hilfe drücken. Und nicht Hilfe im Chat rufen. Weil sonst... im Sprachchat. Sonst sehen ja die anderen nicht, wo man ist. So, schaffen wir das erste hier. Ah, es wird knapp. Ja. Komm. Komm, schnell. Oh nein. Oh nein. Der Abstieg geht weiter voran oder weiter zurück. Mal gucken. Ich setze mich mal auf die Seite, dass ich die Ergebnisse so ein bisschen angucken kann. Ja, ich habe noch am besten gespielt. Ah gut. Es ist so, es ist bei Salmon Run oder es ist generell bei Splatoon. Ist es generell so, man weiß natürlich nicht, mit was für Leuten man da zusammen spielt. Ne? Also das können auch Leute sein, die zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben überhaupt eine Switch in der Hand haben und gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert und erstmal ausprobieren müssen und gucken müssen, oh, wie geht das überhaupt. Wobei es gibt auch einen Trainingsmodus bei Salmon Run. Ich glaube, wenn man es zum ersten Mal spielt, ist sowas wie ein Trainingsmodus. Den ich aber übersprungen habe, weil, oh ne, jetzt muss ich das nicht erklären, denn der wurde übersprungen. Diesmal habe ich so eine Hydropumpe, oder wie das Ding heißt. Ja, die anderen verschwenden schon mal schön ihre Ultiwaffen, aber wie gesagt, vielleicht auch, Leute, wo das noch jetzt zum ersten Mal spielen, keine Ahnung haben, wie das funktioniert, irgendwelche Knöpfe drücken oder ausprobieren. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, das ist okay. Wir sind hier nicht bei der Fußball-WM. Es ist immer noch Splatoon. Und hier kommt schon mal ein Boss-Salmonid, ein kleiner. Da gut, wir. Ich weiß gar nicht, wie kann man den besiegen? Ich glaube, da muss man irgendwie in diese.
Öffnung da rein, oder? Ah, ja, 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 ja. Na, der dreht sich natürlich zu uns um. Zu mir um, der sieht natürlich auch, wie es lang geht. Ja, das, ja, ja, das genau. Dieses, was da immer auch rausguckt, das muss man absplatten. So, dankeschön. Jetzt nicht durch die Gitter klicken. Hä, wo ist denn der Korb? Ach, toll. Super, danke, Herr Bär. Das war jetzt mal wieder perfektes Timing. So. Gehen wir mal hier vor. Akku, da vorne ist eine Vorrichtung, wo man auch die Eier werfen kann, sofern man natürlich Eier hat. Also goldene Eier. Und es sieht wieder schlecht aus. Es sieht schlecht aus. Der Abstieg geht in die zweite Runde. Nur zwei goldene Eier und das war's. Auch der zweite Versuch, wieder aufzusteigen, ist gescheitert. Vielleicht sollte ich, ja, Ratschlag vom Kantinenaushang. Ja, toll. Danke, Herr Bär. Vielleicht sollten wir uns erstmal einen Snack holen und dann weiterspielen. Oder, ja, ich habe noch das meiste. Ich glaube, das sind null. Nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Tiefer sinken kann man nicht mehr. Nee, ich glaube, ich suche mir ein anderes Team. Bis gleich. So, wieder mittendrin ist geschehen. Ja, die Quote ist erfüllt. Ich zeige, wie gesagt, ich zeige jetzt nicht mehr die ganzen Spiele, sondern nur noch Highlights. Und hier lief es richtig, richtig gut. Gut, das ist jetzt auch, wenn man nochmal ganz von vorne anfangen, keine Kunst, weil ja die Quote 3 goldene Eier sind. Und die haben wir hier verdoppelt, doppelt so viel abgeliefert. So, jetzt haben wir den 3R-Schwapper. Wunderbar. Das ist natürlich, das ist jetzt natürlich gut drin, das wieder aufzuholen. Das hoffe ich jedenfalls. Ob ich es zur Teilzeitkraft schaffe, in diesem Video jedenfalls, kann ich jetzt nicht versprechen, weil, wie gesagt, ich bin wieder, ich muss nochmal ganz von vorne anfangen. So, den müssen wir erledigen, Leute. Ja, einmal noch. Dann ist er, und ich fall natürlich ins Wasser. Das ist ja klar. Toll. Und platsch. So. Jetzt. Wunderbar. Endlich. Warum nehme ich nicht den Auto? Nee, warum nehme ich nicht den Fahrstuhl? Na, egal. Ja, nochmal ganz von vorne anfangen. Aber gut. Dann ist es eben so. Das Gute ist, die Belohnungen davon zum Glück ja behalten. Vom Salmon Run. Das wäre noch schöner, wenn man die wieder zurückgeben müsste. So, dieses UFO, da muss man von oben irgendwie ins Lande draufspringen oder irgendwie von oben draufspringen, weil da kommen immer wieder Gegner und das UFO bedeutet natürlich das Peilsender werfen. Ah, ja, jetzt. Bedeutet natürlich goldene Eier und da ist was hergeflogen. Was war denn das? Bitte Quote erfüllen. Leute, bitte ein Ei noch. Ich will nicht schon wieder abstürzen. Ah. Ja, Quote erfüllt. Da hat jemand ein Ei geworfen. Super, wer auch immer das gewesen ist. Das war Rettung in allerletzter Sekunde. In allerletzter Sekunde. So, letzte Welle. Komm, die schaffen wir auch noch. Ich warte ja auf Belohnung Gummistiefel. Ja, auf so eine Belohnung warte ich noch. Dann ist das Kip-Outfit wieder komplett fast. Und natürlich Belohnungen, wo man innerhalb von Salmon Run Sachen freischalten. Ey. Sag mal, wir wollen doch bloß die goldenen Eier. Was habt ihr gegen uns? Hier. Ja, jetzt wollt doch das Gold. Jetzt gibt's. Ja. Wir haben immer noch null. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wo man das Outfit, also die Ausrüstung auch ändern kann.
Das heißt, andere Stiefel, anderer Anzug und so weiter und so fort. Und das will ich natürlich auch, wenn es geht, erreichen. Das bedeutet, man müsste eigentlich jeden Tag Salmon Run spielen. Aber Leute, das schaffe ich nicht, dann wirst du irgendwann bekloppt. Also man braucht schon, ich brauche schon die Abwechslung, deswegen gibt es ja auch Abwechslung auch auf dem Kanal, was die Splatoon-Videos angeht. Also mal Salmon Run, mal normal, mal also normal, also mein Revierkampf, mal Anarchie und aktuell wird ja jetzt fürs Splatfest trainiert, das ja an dem Wochenende. Danke. Das an dem Wochenende ja stattfinden soll. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wurde erfüllt. Feierabend, zurück in den Heli. Und wir starten in die nächste Runde. Oder wir springen gleich mal zu einem... Jawohl, ah, das sieht sehr gut aus. Also Welle 2 war enorm knapp. Enorm knapp. Das wäre fast nach hinten losgegangen. So mag ich's. Ja, so mag ich's auch. Foto noch für Thumbnail. Und es geht weiter. 283 goldene Eier. Oh, da hat jemand über fast 500 normale Eier eingesammelt. So, und es geht wieder aufwärts. Und sogar die Stufe erhöht. Perfekt. Natürlich noch eine Schicht. So, wir sehen uns. Bis gleich. So, hier geht aber richtig die Luzi ab. Und mit richtig toller Farbe. Dieser Gelbton, der ist richtig schön. Aber noch haben wir die Quote nicht erfüllt. Bitte nicht wieder absteigen. Provoziere mich nicht. Ich werde meine Ultiwaffe einsetzen. Dieser Hydrant-Ding, das ist ja echt... Aber, wie gesagt... Meckern bringt nichts, weil bei Salmon Run bekommt man eben die Waffen und die Ausrüstung, die dir die Firma zur Verfügung stellt. Mit den eigenen Waffen und der eigenen Ausrüstung ist das nicht möglich. Das ist aber auch dann Teil des Spiels. Das gehört eben dazu. So, ich habe jetzt die Nase voll. Ich setze jetzt einfach meine Ulti ein. Ich habe keine Lust, hier zum Schluss noch weggesplattet zu werden. So, dich nehme ich auch noch mit. Und die Waffen sind eigentlich nicht schlecht. So. Natürlich von einem Seil Mini erledigt. Das ist richtig peinlich. So, danke fürs Zurücksblenden. Aber Quote ist erfüllt. Und wie gesagt bei Salmon Run, es reicht nicht nur die Quote zu erfüllen, sondern das Team muss auch überleben. Cosmoglexer ist unsere nächste geliehene Waffe. Und es geht in die zweite Welle. In dieser Runde. Und es ist eine Runde, keine Ecke. Wie das letzte Mal. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Man kann während dem Splatfest auch Salmon Run spielen. Ah, übrigens, apropos Splatfest. Ich habe gehört, es soll wieder eine Wandelzone geben. Die Wandelzone, die haben sie ja bei Splatoon 3 komischerweise abgeschafft. Ich weiß nicht, offiziell abgeschafft, aber das war für mich auch immer so ein Splatfest-Highlight, dass man eine Map auf einer Weg gespielt hat, die man sonst nicht hat. Gut, das Besondere am Splatfest, dass es einen Tagwechsel gibt, dass man dann auch nachts spielt und so weiter und dann die herkömmlichen Maps dann auch anders aussehen wie sonst. Das ist ja geblieben, aber so eine Wandelzone, wo dann auch wo man auch so ein bisschen manipulieren kann, was auf der Zone los ist, das habe ich ehrlich gesagt echt vermisst, oder das vermisse ich ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wie es dann an dem Wochenende sein wird, beim nächsten Splatfest. So, hier sind goldene Eier. Oh, da sind jede Menge. Ah, das da kräftig, tüchtig. So, Quote ist erfüllt. Wie die Wandelzone aussieht, also sie wird ja wahrscheinlich im Zelda-Thema sein. Ich bin ganz ehrlich, also ich bin eigentlich mit jedem Thema. Ich mag eigentlich so der Stahl hat mich abgestahlt. Bin eigentlich mit jedem Thema, Splatfest-Thema zufrieden. Aber, ja, was heißt mit jedem Thema? Es gibt so Themen, die sind irgendwie
seltsam. Also es gab ja mal dieses Mario-Thema, glaube ich. Und jetzt gibt's ein Zelda-Thema. Das ist so ein bisschen, ja, so dieses Motto dann. Also Motto, wo aber dann so aus dem Spiel, also wie zum Beispiel jetzt bei Zelda mit Mut, Weisheit und Kraft oder Stärke. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also mir gefallen so lustige Themen eher. Also so wie zum Beispiel Ketchup gegen Mayo oder was war da auch mal? Thema Rührei, glaube ich. Also Eigelb gegen Eiweiß oder sowas. Sowas gefällt mir persönlich besser wie jetzt Anspielungen auf andere Spiele. Es ist natürlich, denke ich mal, so ein bisschen ein Kalkül dabei. Es soll wahrscheinlich sowas wie eine Art Werbung sein, dass man auf ein neues Spiel hinweist. War auch mal ein Pokémon-Thema-Motto bei Splatoon. Beim Splatfest weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Oh, da sind einige weggesplattet. Eieiei, die Runde sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Und es kommen schon wieder. Vor denen muss man halt flüchten. Und, sonst wird man weggesplattet. Und die anderen Gegner hier, das Kleingemüse hier, das muss man halt auch, das Kleingeziefer, das muss man halt auch von fern halten. Die Runde, die ist jetzt echt. Autsch. Die ist jetzt echt ouch. Nee, das wird leider nichts. Ich weiß nicht, was los ist zurzeit. Weil die Maps oder die, also die Spiel, Schiedsfrag, also jetzt momentan, die sind ja eigentlich nicht schwer. Aber vielleicht ist es so, dass sich andere Mitspieler schwer tun. Ja gut, da war einer mit 293 Eiern. Gut, gucken wir mal ins, wie das Finale an diesem Tag so war. Ja, und es ist ein Oberbosskampf. Ein Salmonit, also es ist eine Extra-Runde. Ober-Salmonit besiegen. Also um zu sagen, also die letzten drei Wellen sind sehr gut gelaufen. Die habe ich nur nicht einmal aufgezeichnet, weil ich ein bisschen ohne Aufzeichnung hochspielen wollte. Aber diesen Oberbosskampf, den will ich euch jetzt zeigen und will natürlich auch mit meinem Krabbenpanzer hier mächtig angeben. Das ist übrigens so ein Zusatzlevel, so eine Zusatzwelle. Wenn man den Oberboss nicht besiegt, dann gibt es keinen Punktabzug oder so. Das ist sowas wie ein Bonus. Und ihr seht oben an der Leiste, an der Lebensleiste, ist schon zu mehr wie die Hälfte besiegt. Hier werden auch kräftig Ultiwaffen eingesetzt. Man muss natürlich dieses Kleingeziefer hier auch immer von sich halten und kleinere Boss-Salmoniten. Und dann gibt es da extra Punkte. Und er ist fast besiegt. Er ist fast besiegt. Ah, ich habe keine Tinte mehr. Los, auf ihn mit Gebrüll. Auf ihn mit Gebrüll. Extra Welle geschafft. Ja! Er ist besiegt. Er ist besiegt. Wunderbar. Also. Ein Happy End. Malmsalm ist besiegt. Ein Happy End. Wunderbar. Das kommt aufs Thumbnail. Das ist die Sieger. Das ist das Siegerteam. Mit traumhaft vielen Punkten. Wir haben es nicht. Also ich habe es jetzt nicht ganz zur Teilzeitkraft geschafft. Das werden wir dann in der nächsten Ausgabe von Salmon Run hier auf diesem Kanal dann zu Ende bringen. Es sei denn, es gibt bei den nächsten Spielen dann wieder der komplette Absturz. So, ich komme jetzt gerade nochmal von der Arbeit. Ich habe noch ein paar Wellen gespielt, die wieder nicht so gut gelaufen sind. Aber ja, dabei sein ist alles.
Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Simon Run wieder. Ich werde auch immer wieder privat ein paar Runden spielen, wo ich jetzt nicht aufzeichne. Es sei denn, es gibt irgendwelche Mega-Highlights, wie jetzt zum Beispiel so ein Malmsalm oder so. Das werde ich dann spontan aufzeichnen. Und werde dann, ich werde euch nämlich nicht komplette Simon Run Spiele zeigen, weil das wird ja dann auch irgendwann ein bisschen langweilig vielleicht, sondern nur so Highlights. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke und was auch immer. Ich hüpfe hier jetzt noch ein bisschen rum und genieße das schöne Wetter und begebe mich zum Training fürs Splatfest, wenn wir uns dann nicht mehr sehen, aber spätestens beim Splatfest an diesem Wochenende. Bis dann, macht's gut und habt eine schöne Zeit, bleibt neugierig und eine schöne Woche. Kipp Supernova over and out und ich mache jetzt hier noch ein paar Fotos fürs Album. Tschüss!